Für die, die immer meinen, ich würde querfeld einlaufen, das ist ein markierter Weg. Glaubt ihr nicht? Da ist es, Verbindungsweg. Da ist der Verbindungsweg. Für den Trailläufer klingt das ja super interessant, aber leider. Warum ist das hier runtergetreten, wo doch hier eigentlich gar nichts ist? Ist das jetzt nur ein Wildwechsel? Oder führt das noch irgendwo parallel zu dem anderen Weg rüber? Seltsam. Hier scheint es zu enden. Ja, irgendwas. Da sind wir hergekommen. Das würde jetzt hier in der Stromschneise rüberführen, aber da hinten ist wieder Golfplatz. Das weiß ich, dass man da nicht mehr durchkommt. Früher ging das mal. Vielleicht kommen wir hier rüber zu dem anderen Weg, dass wir nicht zurückgehen müssen. Da ist eine Spur, da haben wir Auswahl in der Richtung, wunderbar. Und das ist sogar laufbar. Jawohl. Da hinten quert der andere Weg. Dann sind wir wieder richtig. Ups, verschätzt, das war es noch gar nicht. Ist noch ein Stück weiter. Aber es geht auch weiter. Oh, da muss ich mal bücken hier. Ah, da endet. Dann ist zwischen der Schneise und dem Weg jetzt doch ein Stück weit hochgewachsen. Ah, mal gucken, dass wir hier irgendwie. Ah, komm. Zeige ich kurz den Weg und dann kämpfe ich mich hier aus den Dornen raus. Na, nehmen wir noch mal die nette Route. Die ist doch so herrlich jeck. Ich komme ja nicht so weit nach rechts ab. Mein Ziel liegt ja mehr so linker Hand. Da können wir 100 Meter sparen, wenn wir den alten Weg nehmen. Nur Zeit sparen wir damit nicht. Einziger Nachteil. Aber guck mal hier ist ein Querweg. Ich glaube, der ist neu. Aber den wollen wir nicht. Auch wenn es nicht so aussieht, da ist die Markierung des Weges. Noch mehr. Es ist erschreckend gut markiert hier, das letzte Stück. Und natürlich macht das mit kurzen Hosen mehr Spaß. Und jetzt, wo Tunimara die Produktion eingestellt hat, können wir uns sowieso nicht mehr erlauben, alle Nase lang die guten Hosen da, die guten langen Hosen dazu zerreißen. Müssen wir uns ein bisschen mehr Schmerztoleranz angewöhnen, wa? Das ist neu, das kenne ich noch nicht. Ist das jetzt ein neuer Wasserturm, neuer Wasserspeicher? Ah ja, nicht dumm fragen, einfach mal lesen. Aha, das ist also ein neuer Ginniker Wasserspeicher. Kein Turm mehr, sondern nur ein Speicher. Okay. Da haben wir das Wahrzeichen von Ginnig, dem Wasserturm. Schon eine ganze Weile her, dass ich hier vorbeikam. Da war das hier gerade frisch angelegt. Führungen, aha. Das nimmt also Gestalt an.
Auf dem Satellitenbild von Google Maps gestern war das hier noch ein Acker. Aber hier hat sich was verändert. Da gucken wir uns jetzt mal an. Hier ist ein ziemlich großes Areal umgestaltet worden. Da ist ein kleines Feld als Unterbrechung. Dahinter ist nochmal ein Karree in derselben Art. Und ich brauche nicht groß zu spekulieren, was das ist. Das könnt ihr selber nachlesen. Das ist ein Park, extra für Umwelt und Gedöns. Und man darf sogar auf den Wegen rennen. Dann tun wir das doch auch mal, oder? Ja, im Satellitenbild sieht das alles flaches Ackerland aus. Warum ist da wohl ein Hügel? Weil sich hier unter dem Acker all die Jahre ein gesprengter Bunker verborgen hat. Das wussten wir auch noch nicht. Da rechts hat Mäuerchen ist neu und genauso wie die Tür, damit keiner da einfach reinmarschiert. Da gehen wir einfach mal drum rum. Trotzdem gucken, wo man hintritt. Gießkanne, Strom gibt es auch. Wer weiß, was die da vorhaben. Vielleicht irgendwie eine Installation noch drinnen. Oder der Strom geht an die Wasserpumpen, weil die hier überall Wasserhähne aufgestellt haben mit Gießkannen. Da können die Besucher dann auch hier Blümchens gießen. Ja, da kommt das Stromkabel. Ne? Damit wird Ginnig natürlich auch als Zwischenstopp für Ultramarathonis interessant in puncto Wasserversorgung, gell? Da ist noch mehr Beton. Nee, der Filfe geht nicht querfeldein. Das ist der abgesteckte Weg. Da eindeutig. Nicht, dass ihr denkt, ich mache wieder Mist. Da drüben ist noch ein Teil. Wer weiß, vielleicht kommt das ja eines Tages auch nochmal dazu. Aber jetzt bin ich ganz überrascht. Hier gibt es eine Hintertür. Wenn es eine Hintertür gibt, dann muss es da auch einen Weg geben. Da bin ich mal gespannt, wo das hingeht. Ja, vielleicht nur darüber zum anderen Teil. Aber das sieht mir auch noch ein bisschen. Das müsste ja hier der alte Steinbruch sein, den man normalerweise so, sag mal, dafür ein Tierbrot so nicht wirklich reingeht normalerweise. Aber wie gesagt, da war ein Tor. Dann gehen wir auch hier rein. Aber ich glaube, dass all die Wegespuren hier nur von Tieren sind. Hoffentlich komme ich hier unten überhaupt wieder raus. Da geht's weiter. Oder wir können hier oben, ja, da bin ich außerhalb vom Zaun rüber an den anderen Pfad runter zum Ort. Ach, hier ist sogar eine Treppe. Einst dahin gewesen. Aha. Das ist zwar ein regelrechtes Wegenetz, aber doch eher für Tiere geeignet. Da komme ich nicht durchgekrochen. Ich komme zu dem Schluss, dass es doch nur als Verbindung zwischen den beiden Teilen hier. Hier können wir den Mechanismus mal sehen. Als Verbindung zwischen den beiden Teilen gedacht. Da über ehemaligen Steinbruchgelände kommt ihr nicht wirklich voran. Ist das nicht, ja, Finnbahnlauf, ne, hier
auf der Holzschnitzel laufen, das nennt man doch Finnbahn. Also beim Wettkampf eine Mannschaft vom ersten Finnbahn-Club Ginnig findet, dann wisst ihr, wie der entstanden ist. Durch das Trainingsgelände hier. Wenn mich mein Orientierunsinn nicht täuscht, gibt es an der Landstraße einen Radweg. Zumindest hinten am Kreisel. Oder habe ich den falschen Kreisel im Kopf? Ja, ich habe den falschen Kreisel im Kopf. Dann müssen wir bis da unten runter und dann doch alte Route nehmen. Müssen wir improvisieren. Jetzt sind wir wieder auf bekanntem Terrain. Das täuscht ein bisschen, das Gras ist ein bisschen hoch, aber hier ist der Weg. Ah ja, hier war aber auch schon lange keiner mehr, mein lieber Mann. Kommt gar nicht so schnell voran. Ja, stimmt, anno dunemals musste man hier noch durch den frisch umgebauten, umgewehten Baum klettern. Es ist freigeschnitten. Mittlerweile. Ja, das letzte Mal hier vorbeikam, da war das noch ein Single Trail. Aus Trailläufersicht ein bisschen schade, aber im Hinblick auf Radinfrastruktur ist das als Verbindung zwischen Düren und Binsfeld eine schöne Möglichkeit, abseits der Landstraßen die Orte zu verbinden. Oh. Hier kann man sich jetzt aussuchen, welche Uhrzeit gilt. Links, rechts oder der Gong. Dorffest im März nicht, dann wisst ihr jetzt, welches Datum wir haben. Ne? Auch der Horst ist da und macht Kult. Hier bin ich schon letztens noch rein, um auf den Weg da drüben zu kommen. Hier war auch ewig keiner mehr, wie es scheint. Ja, was machen wir denn da? Das ist zugewachsen, da müssen wir uns da durchwühlen. Da ist nichts mehr vom Weg. Hier ist ein kleiner Durchgang. Hier scheint die Spur wieder anzufangen. Aber, das war ein Reh. Da raschelt auch noch eins. Ich habe den Eindruck, als ob der Pfad hier nicht mehr so richtig in Benutzung ist. Ja, hier ist wieder. Das ist er noch. Aber ein im Verschwinden begriffener Trail. Kann natürlich sein, dass der markierte Wanderweg 4 die linke Gabelung war. Aber hier ist ja ein Weg. Ob er nummeriert ist oder nicht. Soll das jetzt so aussehen, als ob das hier sackgassiert? Da hinten quer ist er schon wieder. Das müsste der Rennweg sein. Methinks, da komme ich irgendwo durch. Gehen wir hier, da dürfte es für die blanken Knie nicht ganz so stichelig werden. Interessante Formation hier. Was hat man denn hier ausgebuddelt? War hier mal eine Pinge? Ist das eine eingefallene Pinge oder?
Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus, aber wenn man genau hinguckt, da ist die Fahrspur noch zu erkennen. Immer auf den Wegen bleiben, ne? Also da in dem Geschlängel, das macht ziemlich viele Kurven. Nicht irritieren lassen, genau hinschauen muss man da. Aber der Weg ist noch erkennbar. Ja, da sind wir wieder auf dem Rennweg. Ja, wo wir hier gerade mal keinen Wald mehr haben, ein Blick in die Landschaft. Den Einstieg in den Trail habe ich da hinten verortet, aber hier ist auch. Ja, hier haben wir eine Quelle. Ach, ist das der? Ich ahne es. Hier fließen noch ein paar Sachen zusammen. Hier ist der alte Weg. Ja, man kann ihn kaum sehen. Das ist der Trail, den ich euch schon mal gezeigt habe. Ja, rein theoretisch sollte das doch hier im Seesack kassieren, der da um die Ecke liegt. Warum ist dann hier noch ein Trail? Da müssen wir ja leider mal gucken, wo der hingeht. Obwohl ich relativ pessimistisch bin, dass das irgendwo rauskommt. Das dürfte eigentlich nur Wildwechsel sein. Ja, hier versumpfen wir im See. Ich denke mal, das war dann doch eher hauptsächlich das Wild, das hier noch runterging. Dasselbe von oben. Da unten haben wir vorhin gestanden. Ah, ein Biberdamm. Aber vorläufig sieht es so aus, als ob wir doch hier um den Knipp herumgehen könnten. Es sind zumindest ein paar Wildwechsel hier am Hang. Dann brauchen wir nicht oben über den Berg steigen. Im Hintergrund der See zu sehen. Und kann man sogar wieder laufen. Das könnte schon fast wieder wie ein Weg aussehen. Ah, da geht also dann das doch weiter. Bis hier war ich ja schon mal. Habe ich wohl zu früh aufgegeben. Man muss halt nur wissen, wo die nächsten Einstiege sind. Okay, da kommen wir jetzt wieder raus auf die Kreuzung hinten. Können aber auch hier rüber gehen. Das ist ja nur ein großer Schritt. Haben wir wieder einen Weg gefunden. Wir brauchen also nicht den Berg hochstiefeln und oben rum. Es geht auch den Hang entlang. Das ist der normale Weg. Da ist ein schöner Weg. Da ist ein schöner Weg. Welchen nehmen wir denn jetzt? Ah, der ist sogar markiert. Ich glaube, da haben wir was Uriges gefunden. Aber auch hier. Da weiß ich. Hier ist doch unsere unsere Midnight Madness Strecke. Ostschleife der Midnight Madness. Da kommt er aber jetzt leider erst in 2 Jahren vorbei. Wer weiß, ob es dann noch so gut aussieht. In diesem Jahr hat sich ja keiner für die Westschleife angemeldet. Da machen wir die eben erst nächstes Jahr. Also wer den Markierungen folgt, hat es ein bisschen holpriger. Hier geht es besser. Der Weg hat sich gebessert. Der ist wieder fast durchgehend laufbar. Auch wenn ein paar Stellen noch ein bisschen wild aussehen. Aber
Zugegeben, die Trails, über die ich meine Gäste treibe, sind ja schon ein bisschen fies, aber das ist wirklich gemein. Da trägt doch niemals ein Gewicht eines Läufers. Boah, ist das fies, ist das gemein. Nee. Warum wohl ist das Gras auf der Seite kürzer als in der Mitte? Graffiti haben wir auch. Da ist so eine Spur. Sollen wir schon aufgeben? Oder gucken wir mal, ob das hier Fußspuren oder Hufspuren waren. Aus den Mengen an Glasflaschen, die hier rumfliegen, muss das ein Weg sein. Ich glaube, hier geht's weiter. Okay, am Zaun entlang zum Hintertürchen und wieder auf dem Weg. Habe ich doch richtig geraten. Wieder was gelernt. Also Äpfel und Karotten nicht, aber Big Mac und Fischbrötchen sind dann wahrscheinlich erlaubt. Ein Wegenetz im Wäldchen. Hoffen wir mal, dass das irgendwo hinführt, wa? Ja. Irgend so was hätte ich mir denken können. Aber da sind Fußspuren. Das ist schon irgendwie als Weg gedacht von irgendjemandem. Ja, sieht rustikal aus, ist aber eine Mountainbike-Piste. Die auch benutzt wird. Bei dem niedrigen Wasserstand kann das nicht die Strömung gewesen sein? Nein, hier waren hungrige Biber am Werk. Achso, falls nur einer wundert, man könnte das jetzt abreißen und die Straße breiter machen, aber das kostet ja Geld. Die Bahn fühlt sich nicht zuständig, die Gemeinde hat keine Lust, also bleibt die Engstelle erhalten. Die aktuelle Spur geht dahin, aber die ursprüngliche Schneise war da drüben. Na gut, schauen wir uns mal an, warum die jetzt diese nehmen. Jetzt wird ein Schuh draus. Da sind wir ja früher bei der Nett runtergekommen. Das ging ursprünglich hier durch und da war da die Schneise. Jetzt kommen sie aus der Schneise raus und gehen hier rum. Das ist die Erklärung dafür. Aha, hat sich was verändert hier hinten. Ja, wenn man da nicht mehr an der üblichen Stelle rauskommt, sondern wegen der Abholzung variieren muss. Aha. Dann nimmt man jetzt halt eine Schneise weiter links. Geht ein Weg rein. Kommt da hinten mal wieder ein Weg raus hinter der Schneise. Ja, da geht was raus. Geht hier auch was raus.
Der Geologie nach eher nicht, dem Müll nach eher ja. Aber da unten ist schon wieder der nächste Weg. Dann gehen wir hier auch. Boy, that escalated quickly. Aber hier ist noch Reifenspur. Ja, wenn einer mit dem Fahrrad durchkommt, dann kann ich da ja auch laufen. Ne? Fragt nur, wo das hinführt. Was entdecken wir denn heute Neues? Okay, da unten ist wieder ein Weg. Interesting. Schauen wir mal. Okay, da könnte man rüber, also Mountainbike-mäßig kommt man wohl hauptsächlich den Berg hier runter. Aber hier gibt es auch noch eine Trassierung, der wir erstmal folgen können. Aha, da ist auch wieder die Radspur. Ist das ein Hohlweg oder ist das ein Hohlweg? Wenn das ein Hohlweg ist, dann muss er ja irgendwo hinführen, oder? Ja, schauen wir mal. Ja, da muss ich mir mal merken, wo der oben rauskommt, denn bergab macht das hier bestimmt mehr Spaß. Ja, sieht nach einer Gabelung aus. Bleiben wir mal auf dem Hauptweg. So, jetzt ist der Weg nicht mehr hohl. Mal gucken, wie gut wir ihn jetzt noch finden. Vorerst. Okay, es dürfte relativ leicht sein. Da kommt wieder ein normaler Weg. Nee, kein Lacher. Abgesehen davon, dass da eine Fahrspur reingeht. Der Weg geht doch weiter. Zu früh gelacht, Leute. Na, welchen nehmen wir wohl? Ich habe kein Pferd dabei, also darf ich ja. Da wirkte es wie eine Sackgasse, aber es biegt hier nochmal ein. Und schon wieder Auswahl. Geradeaus. Aha. Da kommen wieder breite Wege. Eine Hütte, kenne ich die? Nee, kenne ich nicht. Bin immer gespannt, ob ich jetzt rauskriege, wo ich überhaupt bin. Auf den zweiten Blick kommt mir doch bekannt vor. Ich bin irgendwo in der Nähe von Laufenburg. Kommen wir da nicht an die Ecke? Ja, richtig erkannt. Da ist die nette Strecke, die Halloween-Strecke. Warum sieht das wie ein Pfad aus? Ich glaube, fast hier ist ein Weg. Ja, definitiv ein Weg. Schöner als der Kiesweg unten. Das ist neu. Also letztes Mal hier war, lag der noch nicht. Das finde ich ja richtig nett, dass die hier für mich noch eine Abwechslung einbauen. Als ob die gewusst hätten, dass ich heute vorbeikomme. Wobei ich das selber gar nicht wusste. Hellseher am Werk. Sieht doch so aus, als ob hier mal ein Weg abgezweigt hätte. Was sehen wir da unten? Denn ich will langsam aber sicher mal einen Rechtsschwenk machen, um wieder zurück zu meinem Startpunkt zu kommen. Hier ist irgendwas gewesen. Ah, vielleicht nur eine Zufahrt zu
den Lichtungen. Könnte ich Pech haben. Okay. Aber jetzt bin ich schon mitten im Wald. Da hinten ist die Landstraße schon in Sicht. Dann gehen wir halt mal weiter. Ah, das war die Straße rauf nach Hamich. Ne? Hier ist die L12. Ja, jetzt müssen wir nur irgendwie runterkommen, wa? Der Bach hat es geschafft. Schaffen wir das auch? Ei, 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 ei. Da werde ich aber nicht mit der Kamera in der Hand rumkraxeln. Nee, das war nix. Das letzte Stück in den Straßengraben war super steil. Mit einem dichten Dorngestrüpp drüber. Ohne irgendein Bäumchen zum Festhalten. Dann müssen wir doch noch einmal rauf. Und ein Stück weiter. Es noch mal versuchen. Immerhin, die Kraxelei wird mit Ausblick belohnt. Und Bergbauspuren. Zweiter Bachlauf, zweiter Versuch. Das sieht besser aus. Es könnte sogar ein Hohlweg sein, statt ein Bachlauf. Aber hier kommen wir an die Straße. Wunderbar. Mentale Notiz, möglichst, wenn wir nochmal hier vorbeikommen, die hier ausprobieren. Ein Blick in die entgegengesetzte Richtung. Da haben wir vorhin gestanden, da haben wir versucht, an die Straße zu kommen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite auf dem Rückweg.